Denn das ist der Lösungsansatz des Buddha. Es ist unmöglich, das Unvermeidliche zu vermeiden. Also soll es gar nicht erst versucht werden. Das Einzige, was in dieser ewigen Realwiederkehr verändert werden kann, um daraus erlöst zu werden, ist erstens der Moment der Einübung, den letzten Moment, den letzten Augenblick, nachdem kein weiteres Bildchen mehr folgen wird, so abgelöscht, so abgelöst von allem einzuüben, dass keine Begehrens- und keine Erwartensreste mehr bleiben, sodass das nicht wiederzukehren wünscht. Und zweitens, in der notwendigen Wiederkehrsimperativität der metonymen Ersetzungskörper, diese zu Lebzeiten nicht fortgesetzt zu haben, nicht den Wiedergeburtenkreis zu erneuern, sondern im Aktualzeitlichen bereits ausgestiegen zu sein, sodass keine neuen Wesen entstünden, die hin wiederum den gleichen Begehrensabhängigkeitsweg zu gehen hätten. Das sind die beiden einzigen Auswegs, Fluchtwege des Buddhismus.